So, und damit hallo und herzlich willkommen bei Dani 27 TV Shop. Ja, ich wollte euch mal den Shop zeigen hier. Wie ihr seht, seht ihr richtig schöne Sachen. Danke nochmal für die Designs an meinen Bruder. Liebe geht raus. Und der hat mir die Designs alles erstellt, auch hier oben den offiziellen Shop-Banner und. mega nice geworden und ja, wir gehen mal durch. Vorab noch zu sagen, es kommen noch ein paar neue Artikel in den Shop, die sind nur noch nicht aktualisiert worden. Wie für die Kiddies ein Hoodie und ein T-Shirt, eine Umhängetasche und ein Geldbeutel wird es auch noch geben. Das ist jetzt noch nicht aktualisiert worden, aber ich wollte euch wenigstens den Shop schon mal zeigen, wie er aussieht. Und ja, es ist also für jeden, denke ich mal, was dabei. Ja, wenn es kalt wird, ein Pullover, T-Shirts oder für die Kaffeetrinker, Teetrinker, Tassen. Ja, für die Computerleute haben wir auch ein Mousepad dabei, für die Kuschelköpfe natürlich auch ein paar Kissen. Für die begeisterten Köche. Machen wir für die begeisterten Köche. Haben wir natürlich auch noch eine Schürze dabei. Dann, ja, wer unterwegs sein will und sagt, ich möchte den Dani dabei haben, haben wir natürlich auch noch hier eine Tasche dabei. Eine Jacke halten wir auch am Start. Und ja, das Ganze gibt es natürlich in verschiedenen Designs eurer Wahl. Hier drei Stück momentan am Start. Ich denke mal, da wird der ein oder andere sich bestimmt was Passendes raussuchen können. Und ja, ihr seht es hier, der geile Controller ist mega geil geworden. Oder auch hier der Controller im Ring mit dem offiziell drunter. Ich finde es echt cool gemacht worden, was er da so gemacht hat. Und dann hier so im Comic-Design den Dani 27 TV Schriftzug. Es ist mega geil. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mal bewerten würdet und ein Däumchen geben würdet, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr euch entschieden habt, was zu kaufen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir Bilder zukommen lasst auf Instagram, Dani27TV. Würde ich mich mega freuen, wenn ich den einen oder anderen dann da mal zeigen dürfte. Und ich sage danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao, ciao.